Welches ist die häufigste Sexualfunktionsstörung des Mannes? Ist nicht die erektile Dysfunktion, es ist der vorzeitige Samenerguss, die Ejaculatio praecox. Bevor wir loslegen, es würde mich sehr freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren würden. Ich glaube, um reich und berühmt zu werden oder zumindest die Weltherrschaft zu übernehmen, braucht man mindestens 1 Million Abonnenten. Ich glaube, ich habe 18 oder so, es fehlen also noch ein paar. Zum Thema des Tages, es geht um die Ejaculatio praecox, kurz EP genannt, oder auch den vorzeitigen Samenerguss, und das gilt als die häufigste Sexualfunktionsstörung des Mannes. Was ist das? Ich werde das ganze Video heute nur diesem Thema widmen, was das ist, denn das ist gar nicht so einfach und die Fachwelt, zu der ich mich irgendwie auch zähle, die konnte sich bisher noch nicht so richtig auf eine gemeinsame Definition einigen. Es gibt verschiedene Punkte, die erfüllt sein müssen. Das erste ist natürlich, dass es eine kurze Latenzzeit ist, die intravaginale Latenzzeit. Das heißt also vom Einführen des Penis in die Scheide, wie lange dauert das? Und da gibt es Stoppuhruntersuchungen. Das Normale oder das, was die meisten haben, liegt ungefähr so zwischen 5 bis 6 Minuten. Das heißt, man hat den Frauen eine Stoppuhr in die Hand gegeben, die haben dann gedrückt und geguckt, wann hat der Mann dann seinen Orgasmus. Und das dauert ungefähr 5 bis 6 Minuten. Die Definitionen sind unterschiedlich. Es gibt Definitionen, die sagen weniger als 1 Minute. Es gibt Definitionen, die sagen weniger als 2 Minuten. Weniger als 1 Minute, da ist man sich relativ einig, das ist die sogenannte lebenslange Form. Zu der komme ich gleich. Und die erworbenen Formen werden mehr definiert unter 2 Minuten. Das ist also das erste, kurze Latenzzeit. Das zweite ist, dass man das Gefühl des Kontrollverlustes haben muss, dass also die Kontrolle über die eigene Ejakulation vollkommen entgleitet, man kann es nicht steuern und das kommt dann halt raus, wenn es kommt. Und das dritte ist, dass es eine Stresssituation gibt im interpersonellen Bereich, wie das so schön heißt. Das heißt also, man hat Angst, sexuelle Aktivität aufzunehmen, weil man Angst hat, wie reagiert die Partnerin, wie reagiert der Partner. Es kommt zum Streit zwischen den Partnern, eben aufgrund dieser Tatsache. Es kommt vielleicht zu Trennungen wegen dieser Geschichte oder man hat Angst davor, dass es zu Trennungen kommt. Und diese 3 Punkte müssen erfüllt sein, damit man überhaupt davon sprechen kann, dass es ein vorzeitiger Samenerguss ist. Das habe ich eben gesagt, es gibt eine lebenslange Form und es gibt eine erworbene Form. Und der Unterschied ist, dass die lebenslangen Formen von Anfang an bestehen. Also von der ersten Masturbation, erste sexuelle Betätigung, immer und überall ist es kurz, ist es unter 1 Minute. Bei den erworbenen Formen ist es so, dass man die meiste Zeit im Leben eigentlich eine normale Latenzzeit hat, also diese 5 bis 6 Minuten. Nur irgendwann kommt es aus Gründen, auf die ich heute nicht näher eingehe, das ist dann ein anderes Video, dazu, dass sich das auf einmal drastisch verkürzt. Und die Leute sind total verunsichert, was ist jetzt auf einmal los? Und das sind erworbene Formen von EP, wo es also unter 2 Minuten dann auf einmal passiert. Es kommt noch komplizierter, und zwar neben den lebenslangen und den erworbenen Formen gibt es noch Formen, die natürlich variabel sind. Natürlich variabel bedeutet, dass es mal in Ordnung ist oder mal dann halt wieder nicht in Ordnung ist. Und es gibt auch eine Form, bei der man einfach nur das Gefühl hat, dass man zu schnell kommt, ist in Wahrheit aber gar nicht so ist. Wenn man da eine Stoppuhr daneben legen würde, dann wären das die 5 bis 6 Minuten. Aber die Leute haben halt das Gefühl, dass sie einen Kontrollverlust haben oder das Gefühl, dass es zu wenig ist. Manchmal sind es auch kulturelle Normen, die dann eine Rolle spielen. Zum Beispiel über Pornografie, da wird dann immer vorgegaukelt, es würde 20 Minuten dauern. Und jeder, der dann 5 Minuten nur hat, der glaubt, ich bin nicht normal, da ist irgendwas falsch. Und dabei ist es vollkommen normal, es ist einfach nur, dass die Pornowelt nicht die reelle Welt widerspiegelt. Dann gibt es noch eine Form, das ist so eine Pseudoform, und diese Pseudoform ist an die erektile Dysfunktion, also an die Impotenz geknüpft. Mit anderen Worten, wenn ich weiß, ich kann meine Erektion nicht lange halten, nur relativ kurze Periode, werde ich mich bemühen, in dieser kurzen Periode auch irgendwie zum Orgasmus zu kommen, damit die Erektion nicht auf einmal verschwindet. Und das ist dann so eine Pseudoform, das ist kein richtiger vorzeitiger Samenerguss. Und letztlich ist es so, dass man tatsächlich diese Diagnose nur durch einen Arzt stellen kann, indem eine richtig gute Anamnese gemacht wird, also eine Krankengeschichte erhoben wird, eine Untersuchung gemacht wird, um dann diese Diagnose zu stellen. Denn nicht jeder vorzeitige Samenerguss klassifiziert für eine EP, muss man auch ganz klar sagen. Vor allem junge Männer, die beim Sex sehr aufgeregt sein können, die dann erleben, dass es dann sehr schnell geht, das ist vollkommen normal, das ist keine EP. Ich hoffe, die Informationen waren hilfreich für Sie. Es würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten, und dann geht es darum, was man gegen diese EP tun kann. Tschüss und auf Wiedersehen.